Ihr Verhalten, Schwester, gibt uns Anlass zur Besorgnis. Man darf Gott nicht suchen. Man muss an ihn glauben. Ich glaube an Gott und deshalb suche ich ihn. Den Menschengott suche ich in Menschen. Sie suchen Gott in Blättern, in Pflanzen. Sie haben unseren Zöglingen gesagt, dass körperliche Liebe keine Sünde sei. Sie verletzen das Schamgefühl der Mädchen. Tiere und Pflanzen haben kein Schamgefühl. Sie paaren sich, um sich fortzupflanzen. Die körperliche Liebe gehört zu den ehelichen Pflichten. Wir mussten Leni Grüten aus dem Kloster entfernen. Sie ist sogar von der Heiligen Kommunion ausgeschlossen worden. Wegen erwiesener Unreife und wegen ihrer Unfähigkeit, das Sakrament zu verstehen. Sie waren ihr Mentor. Und was haben Sie ihr beigebracht? Die Unzucht. Leni Grüten ist von Gott ausersehen, Freude zu spenden. Sie ist aber kein Freudenmädchen. Und Ihre Untersuchung von Exkrementen unserer Schülerinnen? Was hat das zu bedeuten? Sie wissen, wie man so etwas nennt, Schwester? Skatologie. Ich kümmere mich um die Gesundheit meiner Schutzbefohlenen. Die Verdauung und der Stoffwechsel gehören dazu. Der Mensch ist eine Einheit. Sogar in Rom weiß man über sie Bescheid. Dort nennt man das, was sie tun, fäkalische Mystik. Mit Glauben hat das kaum etwas zu tun. Das ist Materialismus. Ein Materialismus mystischer Art, ja, aber immerhin Materialismus. Ihr richtiger Name ist Ginsburg. Ja. Jüdin? Ja. Das haben Sie uns verschrieben. Warum? Ich bin Christin. Das ist nicht Gegenstand unserer Untersuchung. Я за лёдки соловью под окном гнездо совью, чтобы он у дома жил, на работу всех будил, на работу всех будил. О, соловей, мой соловей, порадуй песенкой своей. Тюрлили, тюрлили, чок-чок-чок, тюрлили, тюрлили, чок-чок-чок, пой нам звонок и землячок. Рано утром встала я, стала слушать соловья. Пел он на десять колен, я попала в чудо-плен, я попала в чудо-плен. Ох, соловья! Тюрлили, тюрлили, чок-чок-чок, пой нам волк и землячок. Man wird uns beschuldigen, dass wir uns billiger Tricks bedienen. Ich war fassungslos. Schnee. Und aus dem Schnee diese Rosen. Ich habe es auch gesehen. Sie sind aus dem Grab von Schwester Rachel gewachsen. Ich glaubte, ein Wunder. Gottes Gnade ist unerschöpflich. Es hat schon immer Wunder gegeben.
Das ist nicht Gottes Gnade. Das ist Hexerei. Wir brauchen keine Wunder. Als sie die Rosen im Schnee gesehen haben, haben die Schwestern durchgedreht. Und wenn nun jemand die Rosen ganz einfach dort reingesteckt hat? Ich weiß nicht. Bei Gott nicht. Ich habe nach Ihnen rufen lassen, Fräulein Gröten. Ich weiß, wie sehr Sie Schwester Rachel gemocht haben. Jetzt haben Sie sich entschlossen, sie auszugraben und zu verbrennen, was noch übrig ist. Wahrscheinlich haben Sie schon dies oder jenes über mich gehört. Man hält mich nicht gerade für einen frommen Mensch, aber ich bin kein Unmensch. Und jetzt lese ich in der Zeitung diese absurde Geschichte von dem Rosenwunder und dass Leni Grüten etwas mit dieser Sache zu tun hätte. Uns trifft keine Schuld. Bei uns hat sich niemand erkundigt. Wir haben ohnehin schon genug Ärger wegen dieses Rosenwunders. In diesem Zeitungsartikel heißt es, diese Geschichte mit den Rosen stamme von Leni Grüten und dass sie das erfunden habe. Man beschuldigt sie der Subversion des radikalen Mystizismus. Rachel Maria Ginsburg war Leni Grütens geistiges Vorbild. Was haben wir schon alles versucht? Dreimal haben wir den Leichnam Rachel Ginsburgs ausgegraben und an drei verschiedenen Stellen wieder beerdigt. Und immer dasselbe. Im Dezember blühen rote Rosen auf ihrem Grab. Sie waren doch, wenn ich mich nicht irre, viele Jahre lang Besitzer einer Gärtnerei, Herr Pelzer. Sie werden sicher besser wissen als wir, welche Möglichkeiten es gibt, im Winter Rosen zum Blühen zu bringen. Mithilfe chemischer Mittel zum Beispiel. Oder auf irgendeine andere Art. Vielleicht will jemand aus Rachel eine Heilige machen. Oder sich am Kloster rächen. Und ob ein Zusammenhang besteht zwischen Leni Grüten und den Rosen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Soviel ich weiß, ist das die einzige Verbindung zwischen Fräulein Grüten und den Rosen. Doch in dem Grab lag gar nicht der arme Alfred Bullhorst. Leni weint um einen anderen. Das ist ja 20 Jahre her. Seinetwegen nannte man sie Russenliebchen. Entschuldigen Sie, darf man rauchen hier bei Ihnen? Besuchern ist es erlaubt. Oh, Verzeihung. Darf ich Ihnen eine anbieten? Nein, vielen Dank. Ach, Quatsch. Geben Sie mir auch eine. Tabak aus Virginia. Was für ein Aroma. Nein, nein. Ich habe nichts gewusst von dieser Freundschaft zwischen Leni Grüten und Rachel Ginsburg. Wenn Sie mich fragen, ich glaube, dass Ihre Beziehung mehr
mystischen Charakter hatte. Das trifft es. Mystisch. Mystisch? Was wollen Sie damit sagen? Unmittelbar nachdem wir die Rosen gefunden hatten, habe ich mir aus dem Archiv das Dossier Leni Krüten geholt. Und was stand da drin? Mathematik mangelhaft. Religion verschweigen wir es lieber. Schrecklich. In Deutsch aber war sie gut. Sehr gut. Sie musste jedenfalls im dritten Jahr wegen Religion die Klosterschule verlassen. Außer den Zensuren haben Sie nichts erfahren über die Beziehung zwischen Leni und Rachel? Sie meinen etwas Bestimmtes zwischen den beiden? Nein, nein, nichts. Übrigens, diese schlechte Zensur in Religion, da hat man sich geirrt. Leni ist gläubig. Sie ist Katholikin. Auf ihre Weise natürlich. Mystisch. Das haben Sie gut gesagt. Natürlich, Philippus. Uns interessiert alles, was mit Rachel Ginsburg zu tun hat. Diese unglückselige Rosenaffäre ist sogar bis zum Vatikan vorgedrungen. Man unterstellt uns, dass wir dieses Wunder manipuliert haben. Dabei werden wir von diesem Wunder manipuliert. Dr. Scholzdorf kennt Leni sehr gut. Aber diese Türken? Bravo. Wenn man sie so sieht, können Sie aber leicht glauben, sie seien nichts wert. Das nenne ich angewandte Solidarität. Sofort nach dem Krieg ist Dr. Scholzdorf in Lenis Haus gezogen. Wenn Sie ihm zuhören, werden Sie verstehen, warum. Ich habe ganz vergessen, dass Sie kommen wollten. Treten Sie ein, Schwester. Keine Angst. Professoren sind bekanntlich zerstreut. Entschuldigen Sie, ich komme gerade aus dem Bad. Bitte. Dr. Scholzdorf, Schwester Clementine. Oh, entschuldigen Sie. Von mir aus können Sie ruhig zu Ende baden. Tun Sie sich bitte unseretwegen keinen Zwang an. Leni Krüten spielt. Da spielt nicht ein Klavier. Da geschieht Musik. Kennen wir jetzt wirklich. Aber ich kann doch nichts anderes. Ich kann nur das. Was meinst du dazu, Erhard? Nimmst du deine Füße vom Tisch? Das ist ungezogen. Deine Jacke ist nicht zugeknöpft. Das ist gegen die Vorschrift. Entschuldigung. Jawohl. Für uns Deutsche ist Ordnungsliebe eine Leidenschaft. Mein Gott, wer ernst man soll nehmen? Und diese Dienstvorschriften, welch brillante Logik. Der ordentliche Soldat benimmt sich seinen Vorgesetzten gegenüber auch ungezwungen, bereitwillig, zuvorkommend und aufmerksam. Ein ungezwungenes Benehmen zeigt durch Natürlichkeit, Aufgewecktheit und freudige Pflichterfüllung. Für zwei. Für diese Nacht. Haben Sie das? Über die Zimmer verfügt die Ortskommandantur. Das
ist nicht für das Zimmer. Das ist für Sie. Nehmen Sie es ruhig, haben Sie keine Angst. Goebbels wird nie etwas davon erfahren. Aber das Zimmer muss morgen früh geräumt sein. Wenn Sie die junge Dame suchen, sie ist gerade rausgegangen. Du sollst einen Bunker konstruiert haben, der jeder Bombe widerstehen soll. Stimmt das? Deine Frage scheint mir nicht sehr angebracht. Nicht? Darf ich dir noch etwas geben? Du wendest dich an die falsche Adresse. Ich habe weder Bomben noch Bunker bestellt. Du baust sie! Verdienst du wenigstens was dabei? Oder bringst du Opfer für das Deutsche Reich? Darf ich? Ja? Ich möchte bitte gehen. Entschuldigung. Otto, vergiss nicht, die Daten von Heinrich General Jettlitz zu geben. Er darf unter keinen Umständen an die Ostfront. Ellen sagt, dein Enkel soll Kurt heißen. Sie wird ihm ein schönes Stück Land mitgeben. Auf der anderen Rheinseite. Kurt ist ein schöner Name. Ich glaube, dass er Flotte gefahren wird. Warum hast du denn nicht leicht gesagt, das Wilhelm? Schrecklich. Es ist Krieg, Hubert. Es passiert jeden Tag. Ich möchte, dass Lotte mit dem kleinen Kurt zu uns übersiedeln, Vater. Sie sind ausgepumpt. Das ist doch selbstverständlich. Helen wird sich darüber freuen. Ich bin heute Abend um 18 Uhr zurück. Gestern ist der letzte Feldpostbrief von Wilhelm gekommen. Aus einer Stadt mit einem seltsamen Namen. Woschejew oder so. Er beginnt mit, lieber Papa. Genauso habe ich sie mir vorgestellt. Selbstsicher. Schön. Frau Schweigert, Erhard und Heinrich sind gestern nach Dänemark gefahren. Das ist doch gut, in Dänemark wird nicht geschossen. Das sage ich als eine Mutter.
Andererseits, eine kleine Härteprüfung würde ihm nicht schaden. Er ist zu weich. Frau Schweigert, ich habe Angst. Um Heinrich und auch um Erhard. Ich verstehe Sie nicht. Beide hassen diesen Krieg. Ich verstehe Sie nicht. Erhard war immer ein anständiger Deutscher. Ich werde nach Dänemark fahren, Frau Schweigert. Ja, warum denn? Um Erhard zu sagen, dass ich ihn liebe. Ich möchte wissen, ob es dort Heidekraut gibt. Welche Sorte davon und wann es blüht? Sie sind also unter die Botaniker gegangen. Eine Botanikerin? Das ist gut. Ich glaube, ich habe Sie unterschätzt. Sie sind gar nicht so naiv, wie ich dachte. Aber in einem Punkt bin ich ganz sicher. Ihre Beziehung zu Erhard kann nur flüchtig sein. Ja. Flüchtig und dauerhaft zugleich. Eine dauerhafte Flüchtigkeit. Jeder versucht zu sein, was er nicht ist. Sie zum Beispiel. Sie spielen ja die Rolle einer gebildeten Frau. Leider ohne Erfolg. Erhard hätte das besser formuliert. Mein Sohn kann nur vorübergehend mit Ihnen glücklich sein. Vorübergehend? Das ist ein schönes Wort. Im Vorübergehen glücklich sein. Sie legen also gar keinen Wert auf eine dauerhafte Bindung. Im Heidekraut vorübergehend glücklich sein. Was meinen Sie? Ist das Heidekraut an der dänischen Küste schöner? Duftet es stärker als bei uns hier? Vielleicht ist es auch elastischer. Das ist vulgär. Genauer gesagt, proletarisch. Die Natur ist keine Matratze. Matratze? Das wäre mir nie eingefallen. Das ist Ihre Idee. Diese Dänen, wissen die denn nicht, dass Militärfahrzeuge Vorrang haben? Ordnung muss sein. Außerdem ist der Land besetzt. Wir sollten sich ein bisschen höflicher benehmen. Das hat Papa Grüten arrangiert. Den Passierschein besorgt und alles. Sicher bringt sie mir ein Paket und Grüße aus der Heimat. Ich bin doch ein Idiot. Sie ist ja nicht meinetwegen da. Man merkt, dass ich schon so lange Soldat bin. Ganz einfach. Ich habe eine Idee, wie wir überleben können. Gemeinsam. Schau, Schweden ist ganz nahe. Nur 10 Seemeilen. Da leben normale Menschen. Der Krieg ist bald aus. Krieg ist bald aus? Dieser Krieg wird nie aufhören, nie. Heinrich hat recht. Das sind Affen, das sind keine Menschen. Die sehen nur aus wie Menschen. In 2 Tagen werden Heinrich und ich rüberpaddeln. Wir werden dort auf dich warten. Drüben in Schweden.
Was wollt ihr? Ihr Schweine! Ich scheiß auf euer Deutschland! Dr. Scholzdorf, wenn ich mich nicht irre. Ja. Kommen Sie herein. Bitte legen Sie ab. Danke. Bitte sehr. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Danke, ich trinke nicht. Vielleicht einen Tee. Es tut mir leid. Das Personal ist entlassen. Herr Grütten, ich bin aus rein persönlichen Gründen hier. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Setzen Sie sich, Herr Doktor, setzen Sie sich. Ich bin Slawist. Mein spezielles Gebiet ist russische Literatur. Aber ich arbeite nicht in meinem Fach seit Beginn dieses unglückseligen Krieges. Wenn ich das sagen darf. Ich arbeite beim Finanzamt. Ich weiß. Herr Grüten, warum haben Sie meinen Vorladungen nicht Folge geleistet? Diese unerfreuliche Angelegenheit hätte sich vielleicht beilegen lassen. Bitte verstehen Sie, dass auch ich kontrolliert werde. Ihre Akte kam automatisch in die Hände der Gestapo. Die Firma Schlemm und Sohn mit allen Angestellten und Arbeitern ist eine pure Erfindung. Ihre Erfindung. Nur das Geld, das Sie im Namen der Firma kassiert haben, war echt. Für die Gestapo sind Sie ein Volksschädling. Sie haben das Vaterland schwer geschädigt. Mir sind allerdings Ihre Motive nicht ganz klar geworden. Sie hatten doch keinen Nutzen davon. Mein Nutzen ist der Schaden, den ich dem Staat zugefügt habe. Sie sind zu früh gekommen, Herr Doktor. Der Schaden für das Reich sollte viel größer sein. Das tut mir leid. Hätten Sie bloß nicht die Namen russischer Schriftsteller benutzt. Wie hätte ich zulassen können, dass Tolstoi auf einer Baustelle am Atlantik Graupen essen muss? Oder das hier zum Beispiel. Auf der Baustelle der Firma Schlemm und Sohn bei Koblenz wurden folgende Arbeitskräfte aus dem Osten beschäftigt. Gogol, Puschkin, Dostojewski, Turgenjew. Nicht mal Gogol hat in den Toten Seen die Namen russischer Schriftsteller verwendet. Was hätte ich tun können? Ich musste einfach Bericht erstatten. Das war zu auffällig. Sie haben genau das getan, was ich an Ihrer Stelle auch getan hätte. Vor einigen Monaten. Meine Tochter Leni. Herr Scholzdorf, Dr. Scholzdorf. Doktor der Slawistik. Ich habe gehört, dass Frau Grüten vor kurzem verstorben ist. Nicht nur meine Mutter ist gestorben. Mein Beileid. Es geschah alles gegen meinen Willen. Warum zwinkern Sie denn andauernd, Herr Doktor?
Wieso sind Sie nicht beim Militär? Ich bin untauglich. Ich bin tief betroffen. Ich... Sie finden mich völlig... Sie machen doch immer nur, was Ihnen befohlen wird. Nicht mehr und nicht weniger. Sie sind ein anständiger Bürger. Wir sind alle anständige Bürger. Sie müssen mich verstehen. Verzeihen Sie, wir geben Ihnen ja gar nicht die Schuld. Sie mussten die Ordnung respektieren und sich an die Vorschriften halten. Glauben Sie mir, Fräulein Grüten, wenn ich gewusst hätte, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Ihr Vater muss ein belesener Mann sein. Die ganze russische Literatur hat er in die Arbeitslager gesteckt. Mein Vater liest sehr selten. Meistens Zeitungen. Auf Wiedersehen. Also ich muss Ihnen sagen, Fräulein Grüten, schon in der einen Woche, die Sie hier sind, sind Sie eine erstklassige Blumenbinderin geworden. Ich habe Ihnen bei der Arbeit zugeschaut. Sie haben eine Hand für Blumen. Sie sind ein Naturtalent. Um Ihren Arbeitsplatz brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Bei den vielen Toten heutzutage, allein schon die vielen Schwerverwundeten, die in den Lazaretten sterben, dann die Opfer der Bombenangriffe. Wissen Sie eigentlich, dass jeder, der sein Leben für Führer, Volk und Vaterland hingibt, Anspruch auf einen kostenlosen Kranz mit Schleife hat? Auch wenn sein Bestattungsort unbekannt ist, wird in der Heimat ein Loch ausgehoben und ein Kranz mit seinem Namen draufgelegt. Sie wollen jetzt sicher wissen, was in dem Loch drin ist. Nichts. Nichts. Sieh dir unser Walterchen an. Hat die Neue schon im Beiwagen. Was sieht ihr mich denn so an? Diesmal bin ich unschuldig wie ein Lamm. Was gibt's zu glotzen? Noch nie einen Russen gesehen? Ich sehe nur tote Russen gern. Genieß den Krieg, Kamerad. Der Frieden wird fürchtet. Herr Pelzer, ich überstelle Ihnen den russischen Gefangenen Boris Koltowski. Gefangenenlager 437. Und Vorsicht, er kann Deutsch. Hey, Ruski! Wer hat gesagt, dass du dich hinsetzen darfst? So schwer ist dein Arsch doch nicht. Ach, Helga, Schätzchen, du tauschst den Platz mit Fräulein Grüten. Und den Russen platzieren wir neben Kremp. Auf Wiedersehen, Herr Pelzer. Für den hier bin ich verantwortlich. Wenn ich ihn morgens herbringe, will ich ihn abends auch wieder mitnehmen. Klar. Wenn du unbedingt scharf drauf bist, Ruskis zu knacken, dann bitte, geh doch an die Front. Oder besser, hüpf dorthin. Mit dem einen Bein, das du noch hast. Bis bald. Von der Sorte habe ich Tausende gesehen.
Ich marschierte nach Osten und die nach Westen. Außen sollte man nur über Kimme und Korn ansehen. Herr Major, ich bin Ihnen zutiefst verpflichtet. Ich habe Grigori, Boris Vater, 1938 in Berlin kennengelernt. Er war Attaché an der sowjetischen Botschaft. Wir sind gute Freunde geworden. Und jetzt, 5 Jahre später, habe ich einen Zettel im Briefkasten gefunden. Boris in Gefangenschaft. Nur das. Der gefangene Russe war gewissermaßen auf dem Wege zur Vernichtung. Die Todesrate in seinem Dalag ist leider sehr hoch. Ich weiß. Aber ich bitte Sie, tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht, damit er den Krieg überlebt. Das wird nicht leicht sein, aber wenn er keine Dummheiten macht, werde ich mich um ihn kümmern. Das muss natürlich unter uns bleiben. Ist kein Platz für zwei, der Beiwagen ist voll. Los, Ruski, worauf wartest du noch? Steig auf. Motorisierten sind da. Der Kranz stört mich nicht. Ich bin ja noch nicht tot. Ich dachte, Sie beschäftigen sich mit der Herstellung von Kränzen. Hab nicht gewusst, dass Sie sie auch sammeln. Wir haben schließlich Krieg, nicht? Den Kranz kann man noch mindestens 5-mal verwenden. Die alte Schleife kommt ab und die neue ran. Das ist ganz im Interesse der Kriegswirtschaft. Herr Pelzer, verzeihen Sie. Warum die Schleife austauschen? Warten Sie auf den nächsten Harz. Ah, du hast recht. Wir haben den Familiennamen vergessen. Das sollte man immer so machen. Keinen Familiennamen, nur noch Vornamen. Und die üblichen Floskeln. Unsere Ein und Alles. Unsere Unvergessliche. Über alles Geliebter, in stolzer Trauer und was es da sonst noch so alles gibt. Und noch eins. Die Gruppe, die die Grenze bindet im Gewächshaus, ist zu klein. Die Gruppe, die die Grenze dekoriert, verliert zu viel Zeit. Du bist ein Wirtschaftsexperte. Nein, Ingenieur. Das ist unser Kaffee. Der hat ja seine Lagerration. Seine Lagerration. Das ist mein Kaffee. Was? Ihr Bohnenkaffee für den da? Den kriegen nicht einmal wir. Sehr schön. Bohnenkaffee für den Bolschewiken. Ich glaube, ich bin jetzt auf der richtigen Spur. Ich habe deinen Vater gefunden. Wäre mein Vater noch am Leben, dann hätte er uns schon eine Nachricht zukommen lassen. Wie denn? Soll er vielleicht anrufen oder eine Geburtstagskarte schicken? Dein Vater ist im Lager. In einem Arbeitslager. Jetzt reicht's mir aber. Du starrst das Glas an, als wären wir alle Diebe. Wir sollten deine verdammte Marmelade verdünnt haben.
Ist Kurt vielleicht von seinem Töpfchen aufgestanden, deine stinkende Marmelade zu klauen? Ach, Lotte, ich bitte dich. Otto, denke doch sowas gar nicht. Ich meine genau das, was ich gesagt habe. Das Eigentum muss respektiert werden. Sonst werden wir alle krepieren. Ich hab Hunger. Du auch? Ja. Weißt du, Leni, die Preise auf dem Schwarzmarkt, die steigen jetzt ständig. Die Zigaretten werden knapp und dein Kaffee, den muss ich mit Gold bezahlen. Weißt du eigentlich, wie hoch du bei mir an der Kreide stehst? Bin ich dir nicht mehr gut? Habe ich keinen Kredit mehr? Ja, es geht hier nicht nur um mich. Ich werde Sicherheiten verlangen müssen. Vielleicht deine Wohnung? Finger weg von der Wohnung. Sei ruhig. Nimm eine Hypothek auf die Wohnung. Warum nicht? Gib acht, was du tust, Otto. Hätte Lady uns nicht bei sich aufgenommen, dann würden wir jetzt tausend mit ihr raten. Halt den Mund, habe ich dir gesagt. Musst mich verstehen, Lady. Ich habe kein Geld und für einen Kredit, da muss ich eine Garantie vorweisen. Die Hypothek wird auf meinen Namen lauten. So wird das am besten für dich sein. Fräulein Grüten? Steigen Sie ein, Fräulein Grüten. Es ist besser, man sieht uns nicht auf der Straße. Keine Angst. Ich bin ein Freund Otto Häusers. Wann haben Sie meinen Vater zuletzt gesehen? Ich habe ihn überhaupt nicht gesehen. Und ich werde ihn auch niemals zu Gesicht bekommen. Ich kenne nur ein paar Leute, die ihn jeden Tag sehen. Ihr Vater hat mächtig Schwein gehabt, Fräulein. Schon monatelang im Lager und lebt noch immer. Herr Häuser sagt, dass Sie Herrn Grüten helfen wollen. Es ist streng verboten, Lagerinsassen zu helfen. Bei Todesstrafe. Was soll das kosten? Sie sind seine Tochter. Mir bedeutet er nichts. Und meinen Kameraden im Lager auch nichts. Auf jeden Fall muss die Summe dem Risiko entsprechen. Auf dem Friedhof kann uns Gott sei Dank nichts passieren. Wir sind schon alle tot. Die Amis werden sie nicht ein zweites Mal umlegen. Und wir? Wir? Was sind wir denn? Dreck. Wir zählen doch gar nicht. Da irren Sie sich, Fräulein Hölthone. Wir sind ein kriegswichtiger Betrieb. Wir sind unentbehrlich in Kriegszeiten. Die Zweien auf einmal könnte ich nicht. Und der andere soll auch noch ein Freund meines Mannes sein? Nein, niemals. Aber doch nicht zusammen im gleichen Moment. Hab schon verstanden. Trotzdem vollkommen unmöglich. Nie. Russen dürfen nicht in den Luftschutzraum, wenn er türmt. Ich war schon früher Soldat als Sie. Ich kenne meine Pflicht. Ich bleibe hier.
Warum geht ihr nicht ein bisschen raus, Kinder? An der frischen Luft stirbt sich doch viel schöner. Ich muss meine Knochen ein bisschen spazieren führen. Ich drehe noch mal schnell eine Runde. Ich habe den Alten wieder erwischt. Er stiehlt sogar von den Kindern. Ein ganzes Stück Brot hat der Werner weggenommen. Sagt, das gehört mir. Ich versteh's nicht. Du hast uns doch in deine Wohnung aufgenommen, als wir sozusagen auf der Straße lagen. Und jetzt willst du eine Hypothek auf den Alten unterschreiben. Wer ist es denn? Niemand. Lotte, weißt du, wo jetzt die Amerikaner stehen? Sie haben schon die deutsche Grenze überschritten. Du, wenn du zwischen einem Polen und einem Engländer wählen könntest, für wen würdest du dich entscheiden? Für den Polen, wenn er kein Jude ist. Wo sind denn die anderen Schleifenfeder, mein Schatz? Das ist schon der dritte unvergessliche Otto heute. Mädchen stehen an den Toren, schauen scheu ins farbige Leben. Wo sind wir hier eigentlich? Im Gesangverein? Oft am Brunnen, wenn es dämmert. Was für ein idiotisches Lied ist das überhaupt? Verstehe gar nichts. Ich glaube, es ist von einem deutschen Dichter. Aus Rostmark, er ist Georg Trakl. Stimmt, der ist im letzten Krieg gestorben. Und, was geht dich das an? Entschuldigen Sie bitte. Entweder wird hier gearbeitet oder gesungen. Abend kehrt in alte Garten, Sonjas Leben. Gratuliere, Chef. Jetzt werden bei Ihnen auch schon russische Liedchen gesungen. Warum regen Sie sich auf, Kremp? Von den Grüten hat eine sehr schöne Altstimme. Klingt doch sehr deutsch. Von den Grüten singt hier von irgendeiner Sonja. Und Sonja ist ein russischer Name. Wir befinden uns im Krieg, Herr Pelzer. In Russland sterben unsere Kameraden. Sonja ist nicht nur ein russischer Name. Auch Sonja Henny heißt Sonja. Mädchen, wenn du mich suchst, dann guckst du in die falsche Richtung. Auf wen wartest du denn? Sei bloß nicht, du hast mit dem Kremp oder mit dem Pelzer, dem alten Sack. Also, was ist mit uns, Süße? Ich kann dir nur raten, genieß den Krieg, denn der Frieden wird fürchterlich. Warum hast du das gemacht? Heutzutage eine Hypothek auf die Wohnung zu nehmen. Du musst verrückt sein. Na und? Ich brauche Geld. Die Zigaretten kosten 6 Mark die Schachtel. Für meinen ganzen Verein macht das allein 20 Mark pro Tag. Und dann kommen noch Kaffee, Brot, Seife. Dieser Russe, der bei Pelzer arbeitet, ist blond. Wie Heinrich.
Ich brauche ein Soldbuch für Boris. Boldig, der Einäugige, der dich vorhin angesprochen hat, der kann alles beschaffen. Aber Sie kennen mich doch. Sowas hätte ich nie zugelassen. Niemals! Das Lied von der Sonja hat Fräulein Grüten gesungen. Der Russe hat nur ein einziges Mal gesungen, ganz still, für sich. Und zwar ein deutsches Lied. Ein absolut deutsches Lied. Ich gebe Ihnen mein Wort. In der Anzeige ist es aber anders dargestellt worden. Bei Ihnen sollen russische Lieder gesungen worden sein. Von den Arbeiterinnen. Und sogar von einem sowjetischen Gefangenen. Das ist eine gemeine Lüge. Eine ganz gemeine Lüge. Nebenbei ist das Lied von der Sonja ein altes russisches Lied. Noch aus der Zarenzeit. Es wird sogar im Radio gebracht. Russische Gefangene dürfen keine russischen Lieder singen. Russen dürfen überhaupt nicht singen. Aber ich schwöre Ihnen, er hat kein russisches Lied gesungen. Er hat nur vor sich hingesummt. Und das in gutem Deutsch. Er spricht Deutsch. So gut wie Sie. Oder sogar so gut wie ich. Boris! Komm mal her! Ha! Du weißt doch noch, was du vor dich hingesummt hast, als Kremp dabei war, vor ein paar Tagen. Los, sing! Einsam wandert ein Freund im Frühlingsgarten. Wild von Lied. Sehen Sie, ich habe Ihnen ja gesagt, er singt ein deutsches Lied. Das durch schwankende Blüten Zweige zittern. Adelaide. Boris, warum gehst du nicht raus? Es ist schön, an der frischen Luft zu sterben. Ah, Boris. Beantworte mir eine Frage. Ganz offen. Wie ist dir eigentlich zumute, wenn du auf die Kranzschleifen schreiben musst? Für den Führer. Für das Volk. Für das Vaterland. Und dann musst du auch noch ein Hakenkreuz malen. Herr Pelzer, ich möchte Sie nicht verärgern, aber für mich ist das eine angenehme Arbeit. Hier treffe ich nur tote SS-Männer. Ja, Pelzer. Hallo, ja, Walter Pelzer. Sagen Sie seiner Exzellenz alles bestens. Mhm. Da gibt es noch etwas. Der junge Russe hat ein Verhältnis mit Leni. Ja, der Tochter von Grüten. Das geht schon einige Zeit. Nein, nein. Nein, 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 niemand, niemand. Oh, nein, nein. Wenn ich mich einmische, dann wird's noch schlimmer. Ich bekomme ein Kind. Ja. Ich bekomme ein Kind, Boris.
Brecht das Joch der Tyrannen, die uns so grausam gequält. Schwenket die blutrote Fahne über die Arbeiterwelt. Genau das? Das hat Woldig mir berichtet. Der Bengel muss den Verstand verloren haben. Gesungen hat er das. Und obendrein in der Straßenbahn. Natürlich, leise. Und dann stellte sich dieser Arbeiter neben ihn. Und Woldig hat jedes Wort verstanden, das er ihm zugeflüstert hat. Mutgenosse, wir haben den Krieg so gut wie gewonnen. Der Kerl hat recht, mein lieber Van Kahn. Wir haben den Krieg verloren. Aber ob die ihn gewonnen haben, das weiß ich nicht. Pelzers Bericht kennen Sie ja. Der Russe trifft sich schon seit mehreren Monaten mit Leni Grüten. Während der Luftangriffe. Sehen Sie zu, dass er den Krieg überlebt. Vielleicht kann er uns dann von Nutzen sein. Katastrophe. Und was macht ihr, meine Süßen? Wenn der Krieg vorbei ist, was wirst du denn machen? Ja, war ja auch eine dumme Frage von mir. Ich hätte dich lieber fragen sollen, was du heute Nacht vorhast. Ich meine, was wir beide vorhaben. Sie waren in Russland? Sieht man gleich. Was sind das für Menschen, diese Russen? Keine Ahnung. Gib ihnen meine Kippen. Fliegerangriff? Ein Geschützfall. Schon so nah? Du hast recht, mein Herz. Besser 10 Worte zu wenig als 1 zu viel. Was magst du noch? Außer mir? Dich mag ich wirklich. Was brauchst du? Meine Freundin Leni braucht ein Soldbuch. Von einem Toten vielleicht. Man müsste nur das Foto auswechseln. Für Lenis Russen, was? Фашисты уехали. Товарищи, фашисты уехали. Залетки соловью под окном гнездо совью, чтобы он уроложил, на работу всех будил, на работу всех будил. О, соловей, мой соловей, порадуй песенкой своей. Тюрлили, тюрлили, чок-чок-чок, тюрлили, тюрлили, чок-чок-чок. Пой нам звонок и землячок.
рано утром встала я, стала слушать соловья. Пел он на 10 колен, я попала в чудо-плен, я попала в чудо-плен. Ох, соловей, мой соловей, порадуй песенкой своей. Тюр-ли-ли, тюр-ли-ли, чок-чок-чок, тюр-ли-ли, тюр-ли-ли, чок-чок-чок, пой нам, волк и землячок. Я не тронусь отсюда. Здесь буду ждать самого конца войны. Если я не вернусь, я ее нашел. Или тебя кокнули. Hierauf erforsche dein Gewissen, worin du gegen Gott in Gedanken, Worten und Werken gefehlt hast. Ich habe gesündigt, o Vater. Gröblich habe ich gesündigt wider den Himmel und wider dich. Ich habe mich verirrt wie ein verlorenes Schäflein. Ich bin nicht wert, dein Kind genannt zu werden. Katharina Wermelskirchen, Erstkommunion 1878. I ty chcesz iść na Litwinik a skrócić cigaretę? Aha. Это я запатентую. Молитвенник на папиросной бумаге. Каждая папироса – одна молитва. Erst beten, dann rauchen. Hast du im heiligen Ehestande dich gemäß deiner Schuldigkeit verhalten? Hast du vorsätzlich und willentlich mit einem anderen Ehemann oder Eheweib oder ledigen Person zu sündigen begehrt? Oder eine andere ledigen Person? Hast du vorsätzlich und willentlich mit einem anderen Ehemann oder Eheweib oder ledigen Person zu sündigen begehrt? Oder einer anderen ledigen Person? Halt! Aufstehen! Hände hoch! Geht's? Was geht's?
Kannst dich ruhig setzen, Boris. Wir suchen keine Russen. Wir suchen Deutsche. Die sich einbilden, der Krieg sei schon vorbei. Was ist denn das für ein Schweinefraß? Gar nicht so schlecht. Was ist denn das abgestaubt? Hier etwa? Werden Sie uns jetzt erschießen? Müsste ich eigentlich, ja? Nicht weiter sagen. Der Krieg ist aus. Der Simon war doch gerade hier. Habt ihr ihn gesehen? Es ist ein Junge noch. Ein Kind. Wenn Kinder zum Einsatz kommen, dann ist doch der Krieg zu Ende. Warum bist du denn überhaupt noch hier? Warum bist du nicht bei deinem Mädel? Warum habe ich denn ein Soldbuch für dich besorgt? Du hast jetzt einen nagelneuen Namen. Bullhorst. Alfred Bullhorst. Vergiss ihn nicht. Wenn Simon erfährt, dass du Bullhorst heißt, der knallt dich glatt ab. Er hat ihn interessiert. Schießt nur noch auf Deutsche. Auf solche, die die weißen Fahnen hissen. Wie seid ihr überhaupt hierher gekommen? Mit Entlassungspapier. Mit dem Stempel drauf. Die Wachen waren verschwunden. Das war ganz einfach. Genießt die letzten Kriegstage, Kumpels. Der Frieden wird fürchterlich. Thank you.
Hubert, du bist zurück. Das ist eine Überraschung. Ich bringe die Miete aus der Häuser. Deine Miete. In meine Wohnung. Ja, aber die hättest du mir doch per Post zuschicken können. Mit der Post? Die Miete? Deine Miete? Ein Jahr lang habe ich mich darauf gefreut, dir die erste Miete bezahlen zu können. Für meine Wohnung. Die Miete ist doch eine Bringschuld. Bitte. Bitte komm da rein. Ich habe dir das Leben gerettet. Ohne mich wärst du perdiert. Was willst du überhaupt? Alles umsonst haben, was? Es gibt nichts umsonst auf der Welt. Zerhör, du Vollschädling! Sie müssen es mir geben, Walter. Die Amerikaner sind mir auf den Fersen. Sie müssen. Dann verschwinden Sie doch. Ich halte Sie bestimmt nicht zurück. Nein, mein Motorrad verkaufe ich nicht. Ich brauche es selbst. Aber wir sind doch alte Parteigenossen, Walter. Eine Woche vor Einrücken der Amerikaner habe ich mein Parteibuch zurückgegeben. Mit der Post, und zwar per Einschreiben. Ich habe den Beleg. Ich bin kein Nazi. Verkaufen Sie es mir. Ich zahle bar. 1000 Mark. Das Zehnfache. 10.000 Mark. Aber das Wrack ist doch nicht mehr 500 wert. Heute und für Sie ist es mehr wert als 10.000 Mark. Aber ich bin kein Unmensch. 10.000 Mark. Schön. Also gut, Sie bekommen Ihre 10.000 Mark. Passen Sie auf, wenn Sie im zweiten Gang fahren, der springt raus manchmal. Sie sind Geschäftsmann, Herr Grüten. Sie werden sofort begreifen, nach der Zerstörung kommt der Aufbau. Und Stahl bleibt Stahl. Heute kriege ich einen Panzer für 2 Schachteln Zigaretten. Wenn nicht umsonst. Nur fürs Wegräumen. Und Sie wissen, was 40 Tonnen Stahl wert sind. Ich bin ein Neuling im Baufach. Sie sind Fachmann. Mein Vorschlag, wir tun uns zusammen. Als Partner. Sie organisieren und ich finanziere. Wir werden beide davon profitieren. Denn das alles hier ist Gold. Pures Gold. Man braucht sich nur bücken, um es aufzuheben. Einverstanden? Einverstanden? Nein. Herr Welzer, ich habe Sie um eine Stellung gebeten als Maurer, wenn Sie mich gebrauchen können. Ich gebe Ihnen Arbeit, wenn Sie wollen. Ich bezahle gut. Ach, und bringen Sie Boris mit. Wie nennt er sich jetzt nochmal? Bullhorst. Alfred Bullhorst. Papiere. Alfred Bullhorst. Stimmt das? Wann sind Sie geboren? 1920. Waren Sie Soldat? Wo sind Ihre Entlassungspapiere aus dem Kriegsgefangenenlager?
Okay, mitkommen. Sagen Sie der Frau, wir haben Alfred Bullhorst den Franzosen übergeben. Unsere Lager sind zu überfüllt. Sie haben ihn den Franzosen überstellt, auf der anderen Rheinseite, in Saarland. Dieser Amerikaner ist naiv. Fragt mich, warum Boris nicht gesagt hat, dass er Russe ist. Russischer Kriegsgefangener. Und dann hätte man ihn Stalin ausgeliefert. Und was hätte Stalin wohl gefragt? Schau mal an, wie kommt es, dass du noch am Leben bist? Warum bist du nicht fürs Vaterland gefallen? Warum hast du denen erlaubt, dich gefangen zu nehmen? Los, ab nach Sibirien! Alfred Bullhorst, Ihr Mann, wie Sie sagen, ist vor 2 Monaten umgekommen. Bei einem Grubenunglück. Dass es einen im Krieg erwischt, das verstehe ich. Auch, dass einer in Gefangenschaft gerät. Aber nach Kriegsende in Gefangenschaft zu geraten und dann mitten im Frieden im Lager zu sterben, das kann nur einem Pechvogel passieren. Niefelheim, das ist schon fast in Holland, oder? Stimmt es, dass da bei Ihnen in Niefelheim sogar Erwachsene in Holzschuhen, Schlittschuh laufen. Das Grab ist da drüben, letzte Reihe. Leicht zu erkennen an den frischen Blumen. Seine Eltern waren vor ein paar Tagen da. Kurz vor dem Unfall hat Bullhorst eine Postkarte geschrieben. An eine gewisse Leni. Die Karte ist an die Adresse der Eltern gegangen. Doch seine Eltern kennen keine Leni. Sind Sie das vielleicht? Merkwürdig, Sie haben keine Blumen dabei. Sehr geehrtes Fräulein Grüten, Ihr Vater ist durch einen Unfall ums Leben gekommen. Jedoch ist die Unfallursache bisher noch nicht geklärt. Ihr Vater befand sich in keiner gefährlichen oder riskanten Situation. Die Rekonstruktion des Unfallhergangs ergibt keinen Anhaltspunkt für ein Fremdverschulden. Hochachtungsvoll, Schmitz, Polizeihauptwachtmeister.
Sie werden sich noch erinnern, meine Informationen waren doch immer präzise. Immer. Wer hat denn diesen Köter hier reingelassen? Ich finde Hunde widerlich. Frau Schweigert, nehmen Sie doch noch einen Keks. Schmeckt ausgezeichnet. Leni hat recht, Mutter. So gute Kekse habe ich nicht einmal bei dir gegessen. Sure, that was a fucking war. Der Junge da drüben, der mit dem Wodka. Bullhorst heißt er. Tut mir leid, dass gerade ich ihn ins Lager bringen musste. Leni, Liebes. Trake, Schubert. Das werde ich nie vergessen. Was meinen Sie, Boris? Wissen Sie, Fräulein Hölthorne, Leni und ich, wir lieben uns. Als der junge Trottel auf mich geschossen hat, habe ich rein gar nichts gespürt. Du hast dich überhaupt nicht verändert, Heinrich. Ich habe nachgeforscht. Holzschuhe trägt man erst nach der holländischen Grenze. In Niflheim, da tragen die Leute keine Holzschuhe. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein.